Willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal von Muckelwunder und zunächst möchte ich euch einen großartigen zweiten Advent wünschen. Ich habe ja gerade eben mit meinem Mann schon den Weihnachtsbaum aufgebaut und meine beiden Jungs jetzt weggeschickt. Die gehen jetzt meinen Schwager besuchen und ich habe jetzt hier die ganze Wohnung für mich alleine und kann ganz in Ruhe die Weihnachtsdeko machen. Da es jetzt im Wohnzimmer noch ein bisschen arg hell ist und die Sonne gerade reinscheint, habe ich mich dafür entschieden, den Weihnachtsbaum ein bisschen später zu machen, wenn es hoffentlich schon ein bisschen dunkler ist und dämmeriger, dass ich dann auch schön die Lichterkette und alles sehe. Die Lichterkette auf dem Balkon haben wir vorher auch schon angebracht, während mein kleiner Mittagsschlaf gemacht hat. Aber wie gesagt, den Weihnachtsbaum ins Wohnzimmer mache ich später. Ich dachte, ich kümmere mich jetzt erstmal hier um den Flur und lasse die Herbstdeko verschwinden und mache hier alles schön weihnachtlich. Jetzt wird erstmal die Herbstdeko abgebaut und dann etwas geputzt. Jetzt ist alles sauber und leer. Jetzt kann ich mit meiner neuen Deko anfangen. Wenn du vielleicht mir auf Instagram schon folgst, hast du vielleicht schon mitbekommen, dass ich dieses Jahr ein bisschen neue Weihnachtsdeko gekauft habe. Ich war ja mit meiner Mama und mit meiner Schwester da schon in einer schönen Adventsausstellung und ich konnte dieses Jahr an so ein paar Dingen nicht vorbeigehen. Unter anderem wird jetzt unser Flur hier ein bisschen neue Deko bekommen. Und die baue ich jetzt mal auf und dann erzähle ich dir noch ein bisschen was dazu. Machen wir noch ein bisschen Weihnachtsduft da rein. So lecker. Und dann mal aufpassen, dass man nicht zu viel nimmt, weil sonst riecht das nämlich ganz schön intensiv. So, fast fertig. Kriegen die Äste jetzt noch ein paar Weihnachtskugeln und dann bin ich mit dem Flur schon fertig. Was ich dieses Jahr neu gekauft habe, ist dieser schöne Schneestern-Weihnachtsbaum. An dem konnte ich definitiv nicht vorbeigehen. Der hat mir jetzt auch schon ein paar Mal in anderen YouTube-Videos als schöne Hintergrundbeleuchtung gedient. Vielleicht hast du ihn da schon entdeckt. Das heißt, im Wohnzimmer wird er jetzt dann definitiv nicht mehr stehen, sondern hier im Flur. Die Lichterkette habe ich da selber drum gewurstet, also die konnte man so nicht kaufen. Und ich finde das eigentlich echt ganz süß. Ich muss nachher mal ein bisschen das Licht ausmachen, dass man auch sieht, wie das alles schön leuchtet. Und was ich auch neu gekauft habe, sind diese drei Leuchthäuschen, sage ich mal, aus, ich glaube, das nennt sich Knochenporzellan. Ich finde das total schön. Wird super heiß, wenn man das anmacht. Aber muss man dann ein bisschen aufpassen. Aber ich finde, das leuchtet so unwahrscheinlich schön. Das habe ich schon ein paar Jahre. Das habe ich mal mit meiner Mama zusammen auf dem Weihnachtsmarkt gekauft. Und genau, das darf dann immer zur Weihnachtszeit hier mit einem entsprechenden Duft stehen. So, jetzt kommen noch ein paar weiße Christbaumkugeln in meinen Zweig und dann bin ich hier schon fertig. So, ich glaube, so lasse ich es. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal an, wie es im Dunkeln aussieht. Als nächstes kümmere ich mich hier um die Deko auf unserem Bio-Ethanol-Kamin. Das ist kein richtiger, leider. Aber wir machen ihn tatsächlich ab und an mal an und es ist wirklich eine schöne Atmosphäre hier im Raum. Das heißt, ich räume jetzt hier wieder die Herbstdeko weg, putze einmal kurz drüber und dann kommt meine Winterdeko. Da hänge ich immer nur was anderes dran und passe dann auch die Kerzenfarbe entsprechend immer meiner Deko an. Das heißt, hier habe ich jetzt die Herbstblätter abgemacht und jetzt kommen die kleine Christbaumkugeln dran.
dann kommen wir jetzt hier mit so einem schwarzen Band noch so kleine Kissbaumkugeln drauf. So, eine Sache fehlt noch. Und diese Rehe, beziehungsweise Hirsche, keine Ahnung, ich vertue mich da immer, was ist, habe ich tatsächlich mal von meinem Mann zum Nikolaus gekriegt. Und ich finde die so schön. Ich hätte ihm das gar nicht zugetraut. Sorry, Schatz, wenn du das jetzt anschaust. Aber ich hätte ihm das gar nicht zugetraut, dass der so schöne Dekosachen raussuchen kann. Die habe ich jetzt echt schon ein paar Jahre. Und jedes Jahr zu Weihnachten kommt der Hirsch und das Reh hier oben drauf. Und ich finde, das passt mega gut hier auf den Kamin und ja, vor diese graue Steinwand, also ich bin da immer total verliebt. Genau, so, jetzt haben wir den Kamin auch fertig. Es ist immer noch, finde ich, wahnsinnig hell draußen, aber die Sonne müsste eigentlich so demnächst auch mal hinter dem Haus nebenan verschwinden. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch den Adventskranz und die Kommode, die immer hinter mir steht bei den anderen YouTube-Videos. Dann machen wir das schon mal fertig und wenn wir das fertig haben, dann ist bestimmt das Licht wunderbar, dass ich endlich mich um meinen Weihnachtsbaum kümmern kann. So, jetzt geht es um den Adventskranz und zwar kommt der hier hinten zwischen den schönen Sternen. Seht ihr den? Den, der auch schon eine ganze Weile hier steht und meine Amaryllis, die passt jetzt leider nicht ganz aufs Bild, aber die ist kurz vorm Blühen und ich bin so happy, vielleicht schaffen wir das ja jetzt pünktlich zum ersten Advent, dass sie aufgeht. Das sieht ganz gut aus. Ich habe gar keinen klassischen Kranz, sondern ich habe mir hier so einen vor vielen Jahren schon, echt, der war überhaupt nicht günstig. Hier steht so, überhaupt nicht teuer, wollte ich sagen. Hier steht sogar noch drauf, der hat 13 Euro gekostet. Das ist hier so ein länglicher Ständer in Schwarz. Und ich habe den jetzt schon bestimmt 10 Jahre, keine Ahnung. Und ich finde den so toll. Ich hätte es überhaupt nicht gedacht, dass der so lang hält. Aber es kann ja auch mal etwas Günstiges relativ lang halten, ne? So. In meinem letzten Video, in meinem letzten Vlog, habe ich dir ja gezeigt, dass ich mich dieses Jahr für rein weiße Kerzen entschieden habe. Das ist jedes Jahr, stehe ich da vor diesem Regal mit diesen Kerzen und überlege, nehme ich Creme oder Weiß oder Rot. Und dann das schöne Bordeaux-Rot oder dieses hellere Rot. Also ich bin da jedes Jahr mega lang am Überlegen. Im Flur ist es ja dieses Jahr auch total clean und weiß geworden. Die letzten Jahre, ich weiß nicht, wenn ich ein Foto finde von meiner Deko, die letzten Jahre kann ich die ja auch immer mal wieder so einblenden, wenn ich es technisch hinbekomme und wenn ich die Bilder finde. Und ich dachte mir dieses Jahr, also ich wechsle da immer so ein bisschen ab, gerade was den Adventskranz angeht. Da wechsle ich aber eigentlich tatsächlich immer nur zwischen Rot-Silbertönen oder eben Weiß-Silber. Und dieses Jahr dachte ich, passend zum Flur, mach mal eben auch Weiß. Ich habe mir hier meine Kerzen schon hingestellt und damit fange ich jetzt an, dass ich die mir erstmal hier auf die entsprechenden Dornen aufpiekse und dann hier die untere Fläche mit dem Tannengrün schön ausschmücke und dann kommt hier meine Weihnachtsdeko-Box zum Einsatz und dann wird das Ganze hübsch gemacht. So, die Kerzen stehen schon mal. Ich stelle es vielleicht ein bisschen schräg, dann seht ihr es ein bisschen besser. So. Und jetzt stecke ich hier so ein bisschen Tannengrün dazwischen. Zurück, wie ich letztes Jahr hier meine Weihnachtsdeko gemacht habe. Da lag der Kleine hier einfach nur auf dem Boden, auf seiner Decke oder ich hatte ihn in seinem Hochstühlchen neben mir und der hat einfach nur geguckt und ich glaube zwischendrin ist er sogar eingeschlafen und war halt wirklich noch
Ja, mein kleines Baby. Und also jetzt könnte ich den hier nicht mehr so neben mir sitzen lassen, weil der würde hier alles anfassen wollen und alles angucken wollen und hätte da keine Geduld, wenn ich sage, nein, das ist nur zum Gucken und nicht zum Anfassen. Von daher ist es, glaube ich, ganz gut, dass mein Mann jetzt gerade mit ihm weg ist und er dann erst wiederkommt, wenn alles schon sicher an seinem Platz steht. Wobei sicher ist auch relativ, weil ich noch keine Ahnung habe, wie das Ganze mit dem Weihnachtsbaum wird. Wie ich es schaffen soll, ungefähr 6 Wochen lang den Weihnachtsbaum vor meinem Kind zu schützen. Ich weiß gar nicht, wie macht ihr das? Ich meine, wir haben da tatsächlich Glaskugeln dran. Also natürlich keine echten Kerzen, sondern eine Lichterkette, klar. Aber da sind halt Glaskugeln dran und wenn der da eben so rumzupft und da mal so eine runterfällt, dann ja, ist natürlich nicht so prickelnd. Von daher bin ich wirklich gespannt, wie sich das entwickelt über die Zeit jetzt. Also wenn ihr da Tipps und Erfahrungen habt, wie man das dem Kind am besten beibringt oder ja, welche Tipps es sonst gibt, den Weihnachtsbaum unbeschadet durch die Weihnachtszeit kommen zu lassen mit Kleinkind, dann schreibt es mir doch mal gerne. Gerade noch von oben angucken. So, jetzt habe ich hier überall schön viel Tannengrün dazwischen gepackt. Und jetzt gucke ich mal in meine Kiste, was wir da noch alles so schönes drumherum machen. Hier ist nämlich direkt auch schon die ganze Deko für den, oder das heißt die ganze, ein Teil der Weihnachtsbaum-Deko. Die lege ich mir gleich mal hier hin, denn die brauche ich gleich da drüben. Genau, so was ich als erstes jetzt auf mein Tannengrün packe, ist so ein schöner Draht mit so Perlen dran. Die habe ich auch schon ganz lange. Und finde das echt schön, dass ich da nicht immer jedes Jahr was Neues kaufen muss, sondern ich da die Deko teilweise so gewählt habe, dass ich die wirklich viele Jahre verwenden kann und die auch sehr gut passt. Von daher wurschtel ich das jetzt mal hier drum. Habe ich hier noch so ein paar, ja, wie beschreibe ich die Farbe, so perlmuttfarbene Christbaumkügelchen, die kommen jetzt auch noch hier drauf. Ich habe gerade überlegt, ich habe ja diese Zapfen hier. Schon in meinem Glas von den Amaryllis und ich bin jetzt im Überlegen, ob ich die hier auch noch dazwischen packe. Ob das vielleicht ganz hübsch aussieht. Oder ich glitzer schon überall. Oder ob ich diese silberfarbenen echten Tannenzapfen nehme und die so hier noch dazwischen packe. Oder ob das mit dem Silber vielleicht nicht so harmoniert mit dem Weiß. Ich muss es mir jetzt mal angucken. Oder beides. Mal gucken. Ich werde die silberfarbenen Tannenzapfen nehmen. Ich habe jetzt hier auch noch aus Filz so ausgestanzte Schneeflöckchen. Die kommen jetzt auch noch hier drauf. Und wenn ich das dann alles hier fertig hingezupft habe, ist es auch schon fertig.
ich glaube, ich lasse es tatsächlich schon so. Und nach der Pflicht kommt die Kür, nämlich dieses Teil muss jetzt unbeschadet hier rüber, hier hinten hin. Und die Kerze, die ist hier wirklich grenzwertig von der Größe und vom Gewicht, weil ihr seht schon, die wackelt immer sehr, wenn man da rankommt. Deswegen muss man da immer wahnsinnig vorsichtig sein. Normalerweise mache ich das mit meinem Mann zusammen, aber ja, selbst ist die Frau. Wenn ich es runterschmeiße, bin ich auch selber schuld. Dann kann ich schon nur auf mich selber böse sein und auf sonst niemanden. Von daher versuchen wir das jetzt mal, darüber zu bugsieren. Drückt mir die Daumen. Transport unbeschadet überstanden. Ich mache jetzt nochmal eine Nachaufnahme für euch, dass ihr das auch nochmal im Detail sehen könnt. Beim Dämmerlicht angekommen. Ich weiß, das mit dem Gegenlicht ist jetzt ein bisschen schlecht wahrscheinlich zum Filmen, aber ich dachte, ich lasse jetzt das Licht erstmal kurz aus, mache die Lichterkette dran und danach mache ich das Licht wieder an und dann schmücke ich den Baum. Aber ich denke, so sehe ich die Lichterkette auf jeden Fall besser und vielleicht ist es für euch auch so schön auf dem Licht. Jetzt versuchen wir es mal. Direkt die Lichterkette richtig drum wickeln, sodass es an allen Ecken passt und ich nirgendwo zu viel oder zu wenig habe, habe ich selten geschafft. Ihr seid Zeuge, dass es dieses Jahr der Fall war. Jetzt mache ich, glaube ich, ein bisschen Licht und dann kommen die ganzen Kugeln und das Glitzerzeug. So, ich habe mir jetzt hier schon alles hingestellt, was ich auf meinem Weihnachtsbaum hängen möchte. Und zwar habe ich hier, ich nenne es immer seifenblasenfarbene Kugeln. Die sind tatsächlich durchsichtig und schimmern nur so ein ganz bisschen in unterschiedlichen Regenbogenfarben, wie tatsächlich eine Seifenblase. Finde ich sehr cool. Dann habe ich hier Beige-Töne, beziehungsweise einen Beige-Ton in glänzend und matt. Dann habe ich hier noch ein paar beige- beziehungsweise braunfarbene Anhänger und eine Girlande. Und hier noch ein paar Kugeln, die handbemalt sind. Nämlich ist da, ich hoffe, ihr könnt es sehen, so, eine Eule drauf. Die hänge ich immer direkt hier oben an die Zweige. Und damit, ich fange erst mit der Girlande an. Ich habe auch noch blaue Kugeln, das heißt so ein dunkelblau und so ein eisblau. Ich habe das eigentlich immer gerne mit dem Beige gemischt. Habe mich aber dieses Jahr tatsächlich dafür entschieden, dass er rein in diesen beige-braun Seifenblasentönen bleibt. Und ich freue mich so, ich fange jetzt an. Was ich hier übrigens gerade auch noch gefunden habe, das habe ich letztes Jahr von meiner Mama geschenkt bekommen. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Und zwar ist das ein Anhänger mit, ich hoffe, ihr könnt es sehen, Baby's First Christmas. Und das haben wir letztes Jahr an den Baum gehängt. Und ich fand das so schön. Dieses Jahr kommt es natürlich nicht ran. Vielleicht irgendwann nochmal. Man weiß ja nie. Kommen auf jeden Fall die seifenblasenfarbenen Kugeln. Musik
mache ich erstmal weiter mit den Beigefarben und dann gucke ich einfach, wo ich noch was dazwischen hängen will. So, und ich mache meine glitzernden Bonbons dazwischen. So, jetzt habe ich neben den Sternen jetzt hier noch ein paar Zapfen, die kommen jetzt noch dazwischen und dann schaue ich mal, ob es mir schon so gefällt oder ob da noch ein paar Kugeln dazwischen müssen. Muss ich gucken, ob mir schon so gefällt? Ich glaube, ein paar Kugeln mache ich noch. Aber dann bin ich fertig. Ich glaube, ich lasse ihn so. Das dranhängen kann ich die Tage immer noch, wenn es mir nicht gefällt. Jetzt schiebe ich ihn noch ein bisschen weiter in diese Ecke. Dann mache ich noch ein bisschen sauber und dann genieße ich meine Weihnachtsdeko. Perfektionist, ich weiß. So, wie gesagt, ich räume jetzt hier noch ein bisschen auf. Ich glitzer komplett, der Boden glitzert komplett. Meine Jungs, die sind noch eine Weile weg, von daher mache ich hier ein bisschen klar Schiff. Und dann werde ich mir ein paar Minuten gönnen und in Ruhe meinen Weihnachtsbaum anschauen. Nochmal die andere Deko in Ruhe angucken und dann wird der abendliche Trubel hier wieder losgehen. Ich wünsche dir noch einen wunderbaren, was haben wir, zweiten Advent. Ich freue mich, wenn wir uns in einem nächsten Video wiedersehen. Genieß die Weihnachtszeit ganz besonders. Ich liebe sie ja über alles. Und dann bis zu einem nächsten Video.